Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich möchte dir im Vorfeld sagen, wir haben alle einen Corona-Test gemacht vor dem Dreh, abends bei Ankunft in dem Hotel und natürlich dann morgens früh vor Drehbeginn. Also nicht wundern, wenn wir nah beieinander stehen. Wir sind alle getestet worden, alle Corona-negativ und konnten deswegen ein schönes Video für euch produzieren. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich verwirre euch jetzt. Wir sind bei MAN. Neben mir ist ein waschechter Bayer, der Michael. Hallo. Und wo sind wir? Richtig, nee, Berlin, in Kalinchen. Und zwar haben wir hier im Hintergrund die Roadshow-Trucks, europaweite Flotte. Und der Michael ist von Palfinger. Wir schauen uns gerade einen Mega-Kran gleich an, wie das Ganze funktioniert. Und ich werde ihn auch steuern und hoffentlich nichts kaputt machen. Funktioniert ja auch viel automatisch wahrscheinlich, ne? Genau, ich denke mal, das solltest du hinkriegen. Fakten über den Kran? Groß, wie groß ist er? Genau, also wir sehen hier den Palfinger-Kran 135.002 Tech. Das heißt, hier steckt viel Technologie drin, ja, um den Kranführer die Arbeit zu erleichtern. Wie weit kann ich den denn auslegen? So, in diesem Aufbau, wo wir hier haben, können wir im Nahbereich 21,4 Tonnen heben. Und wenn wir ihn komplett ausfahren nach oben, dann sind wir bei 38 Meter und heben 1080 Kilo nach. 1080 Kilo bei 38 Meter Höhe? Genau, also immer noch über eine Tonne. Für euch, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, wie viel sind ungefähr 38 Meter, ich würde mal sagen, ihr hebt einfach mal eine Runde ab. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr habt sowas wie einen Autopiloten quasi. Du hast mir gerade erklärt, dass der Ausfahrprozess vollautomatisch funktioniert. Genau. Das heißt, ich muss aber trotzdem die Abstützung selber noch alles abstützen und alles in die Waage bringen. Mhm. Und dann haben wir sowas wie einen Autopiloten. Ja, ich habe es jetzt einfach mal so genannt. Genau, wo wir praktisch den Kran selber auseinanderlegen können, wo der Kran selbstständig auseinanderfährt und wieder zusammenfährt. Das schaut ihr euch jetzt mal an, das sieht nämlich richtig krass aus. Stellt euch einfach mal den neuen, wenn der jetzt anfängt zu sprechen, kriege ich Angst, den Transformer vor. Und der fährt jetzt einfach mal für euch aus, das sind einfach mega Bilder. Ja, schaut euch das mal kurz an. Dieses Pifalt, dieses automatische Auseinanderfahren, wo wir gerade geredet haben, ich denke, das kriegst du sogar hin. Ich auch. Und würde dir deswegen gern diese Funke hier überreichen wollen. An meine Stammzuschauer, die Firma Palfinger, weiß nicht, dass ich der Technik-Kai bin und meistens immer alles kaputt geht. Aber gut, einmal darf ich. Man das hinkriegen. Wollt ihr vielleicht mal über die Schulter schauen? Das ist nämlich ganz gut. So. Achso, müssen wir hier weg, glaube ich, ne? Oder? Nee, alles gut. Das heißt, wir starten hier mal den Kran jetzt von der Funke aus. Aber wir bleiben hier stehen, obwohl der hier gleich daneben ist? Ja, wir gehen gleich einen Schritt zurück. Oh, okay. Jetzt gehen wir in den Automatikassistenten. Ja. Das ist unser Pifold, wo wir praktisch jetzt den Kran dann selbstständig auseinander. Ah, hier hast du eine Steuerung, also drücken ist bestätigen. Genau. Und dann so ein Mausrad sozusagen. Ja, ein Mausrad, wo ich in den Programmen scrollen kann. Ja. Und hier eine Escape-Taste von rausgehen. Krass. Von den Programmen oder eine OK-Taste zum Bestätigen, dass ich in die Programme reingehe. Ja.
das habe ich schon gesagt, ich will ihn auseinanderfahren, gehe auf Offenbach. Vibriert er? Der vibriert, ja? Ja, das ist schön, wenn er vibriert. Ja. Das, am Bäuchlein habe ich so. Ja, also das ist so nochmal so eine Bestätigung, hey, da passiert es was, weil genau, auch laut ist, ne? So. Genau, das heißt, jetzt passiert was an der Funke. Er fragt dich auch nochmal ab, ob irgendwas in der Nähe sein sollte, das stören könnte. Okay. In diesem Fall stört nichts. Ich sage, okay, Gran, du kannst arbeiten. Okay, jetzt habe ich hier die vier Positionen. Genau. Eins, zwei, drei, schon vier. Die Auslegung, die du machen musst, den vierten Hebel nach vorne drücken. Genau. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück und sehen uns das Spektakel an. Also ich halte jetzt hier gedrückt, Leute, guckt euch das mal an. Das heißt, mit einer Auslegung fahre ich jetzt den Kran in eine vorprogrammierte Position, wie es der Kunde haben will. Ach so, du kannst also auch eingeben, in welche Ausgangsposition er jetzt gehen soll. Genau, wo er stehen bleiben soll, ja. Ab wo der Kranfahrer dann selbstständig weiterarbeitet. Okay. Beim Zusammenlegen macht es aus jeder Position, egal wo du ihn gerade hast, wie weit du ihn ausgefahren hast, fährt er aus jeder Position zusammen. Boah, das sieht schon krass aus, wenn der eine auf einen zukommt jetzt. Auf jeden Fall. Boah, es ist aber auch ein Gerät. Wie gesagt, was wiegt denn dieser Kran? Der Kran selber wiegt 10 Tonnen, bisschen über 10 Tonnen. Und so, wie jetzt da steht, das ganze Fahrzeug mit Kran, sind wir bei 29,5 Tonnen. Also du kannst auf 2,5 das ist ja geil. Tonnen ungefähr zuladen. Auch die Seilrunde geht jetzt von Arbeit, geht jetzt von Fahrposition in Arbeitsstellung. Und so wie wir den Kran jetzt sehen, schaltet er ab. Jetzt kann ich loslassen. Jetzt, genau. Und ab jetzt muss der Kranfahrer selber weiterarbeiten. Und jetzt, wenn du diesen Hebel zu dir ziehst, ja. Wie lange? Ich habe Angst, was kaputt zu machen. Stopp. Oh, bis du Stopp sagst, okay. Genau. Einfach zu dir ziehen. Oha! Okay. Und jetzt den Hebel zu dir ziehst. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, wo der jetzt kam, als ich losgelassen habe, dass der das, den Stoppprozess sehr sanft ausführt. Also nicht so abrupt, sondern so leicht schnell, aber sanft. Genau, das ist unser Softstopp auch. Das ist einfach materialschonend. Ja, das wusste ich jetzt, Softshop kannte ich jetzt nicht, aber es ist mir gerade aufgefallen. Genau, dass der einfach in vielen Positionen langsam dann in den Bereich reingeht und langsam stoppt und nicht abrupt. Ja, ist ja auch ganz klar, wenn man zum Beispiel Materialien an dem Kran hat, wenn ein abrupter Stopp, würde ja das Ladegut quasi, wenn es halt an einem langen hängt, ins Pendeln kommen. Ne? Genau. Werden jetzt auch viele Fragen über Lastbereich. Das heißt, wenn ich den Kranausleger rausgelegt habe, ich weiß das noch von meinem Führerschein, ich habe auch einen LKW-Ladekran-Führerschein gemacht mal. Das heißt, ich dürfte das auch bedienen. Da gibt es halt Diagramm. Ja. Diagramm, das Wort suchte ich gerade genau. Wir lassen es auch genauso drin, weil ich nicht der Kranprofi bin. Aber für die Leute zu Hause, es kann also im Grunde nicht passieren, dass der Kran umkippt, wenn es zu schwer ist, was man manchmal mal auf irgendwelchen Videos gesehen hat aus der älteren Zeit. Da wird er ja schon warnen, ne? Hey, das ist zu schwer, das geht nicht. Genau, so wie du jetzt schon schön gesagt hast, mit dem Lastdiagramm wird eben der LKW rundherum oder der Kran mit dem LKW rundherum eingestellt, sodass er immer weiß, in welchem Bereich er sich bewegt und wann er in den Schwerlastbereich kommt und dann eben abschaltet, damit er nicht in Bereiche kommen kann, wo der LKW dann umfliegen sollte. Okay, kann man noch irgendwas machen? Ja, das heißt, wenn du jetzt den Hebel zu dir herziehst, dann fahren wir den Ausschubarm nach oben. Den zu mir, ja? Genau, den zu dir. Oh ja, guck mal. Boah, das ist schon beachtlich. Also diese großen, wie heißen sie die? Die Ausschübe hier. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Das heißt, wenn du den Kran jetzt mit der ersten Taste zu dir drückst und wir drehen ihn rüber. Okay. Jetzt tust du diesen nach vorne drücken. Ah ja, es steht aber auch auf dem Diagramm drauf. Genau, man sieht immer genau, wo was zu machen ist. Und jetzt sehen wir eben diese Ausschübe, die wo du gerade angesprochen hast. Das ist unser P-Profil. Das heißt, mehrfach die Kante. Und diesen P-Profil haben wir
Steifigkeit drinnen, somit der Kran einfach wenig Bewegungen mit Last hat, dass er einfach steifer ist in dem ganzen Geschehen. Ja, Wahnsinn, er macht ja gar keinen Ruck da so. Das ist ja, geht ja fast in eins über. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viele Meter werden das jetzt schon sein? Schalt die mal kurz an. Ja, wir sind jetzt hier wahrscheinlich gerade bei 19 Metern. Da war jetzt wieder dieser Softstopp, ne? Richtig. So, und jetzt für die Kranliebhaber werden wir mal schauen, wie schnell wir diesen Haken, der sich hier unten befindet, anbauen können. Weil dieses Zugseil oder dieses, wie nennt man das genau? Diese Seilwinde hier, die Seilwinde. An der Chip vorne verbaut ist. Genau. Das heißt, ich nehme die hier jetzt ab, gib mir etwas Seil, fahre einmal hier durch die Umlenkrolle durch. Ziehe das nach vorne, löse hier den Bolzen. Wie gesagt, das ist halt eine schnelle Umbauzeit von Hakenbetrieb. Ja, stell mir gerade vor, wenn die Kolleginnen und Kollegen an der Straße zum Beispiel irgendwas, muss es auch manchmal schnell gehen, wenn der fließende Verkehr da ist. Das geht ja relativ flott, ja? Geht relativ flott. Ah ja, dann Strom noch anschließen, oder? Genau, das ist für unser SRC. Das zeige ich dir jetzt auch gleich noch, was das zu bedeuten hat. Aber ich muss mir das nicht alles merken, SRC. Nein, und um Gottes Willen. Das würde aber heißen Synchronregelung. Ah ja, selbstverständlich. Da wäre ich auch allein drauf gekommen. So, jetzt haben wir umgebaut. Ihr habt gesehen, das geht ziemlich fix. Ich fahre jetzt hier mal los. Genau. Und jetzt hast du schon gesehen, die Umbauzeit war ziemlich kurz. Nochmal zum Verständnis, wie viel Gewicht kann jetzt da theoretisch drangehangen werden? Die Seilwinde hier, die hebt 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen. Einsträngig. Ich kann das aber nochmal zweisträngig machen. Ja. Dann kann ich hier 7 Tonnen ranhängen. Habe ich den Chip abgebaut, kann ich vorne bei den Ausschubarmen viersträngig machen und kann somit 12 Tonnen hängen. Das ist schon Wahnsinn, oder? 12 Tonnen. Genau, aber in dieser Situation hier heben wir 3,5 Tonnen. Und jetzt kommen wir zu dem System, wo ich dir gesagt habe, dieses SRC. Das heißt, der Rollenkopf hält automatisch den Abstand zur Flasche. Ich muss als Kranfahrer nicht selber nachkorrigieren. Das macht er alleine. Somit kann sich der Fahrer auf die Ladung und auf die Kranarbeit konzentrieren. Und muss das Seil nicht nachsteuern. Das heißt. Also, zum Verständnis, diese Höhe jetzt von da oben, von der Seilwinde und hier, dieser Abstand bleibt immer gleich? Genau. Egal, ach so. Egal wie ich es eingestellt habe. Jetzt weiß, ich weiß, hält immer automatisch diesen Abstand. Ich habe, glaube ich, verstanden. Und zwar geht es ja darum, wenn du jetzt den Kran rausfährst, müsste ja das Seil, wird ja dann kürzer. Genau. Theoretisch. Richtig. Genau. Und dadurch verlängert er automatisch immer das Seil wieder, umso weiter du raus. Ach, das ist natürlich. Genau, richtig. Das heißt, wenn ich jetzt, ich müsste ansonsten hier die Seilwinde selber mitfahren und nachkorrigieren. Ja, genau. Jetzt kann ich aber durch das, dass hier dieser Abstand gehalten wird, mit dem Kran fahren. Ah! Mit einer Auslegung und er hält selbstständig den Abstand. Da kann man ja so Wetten, das Challenge machen, wenn es das noch gäbe. Weißt du, mit so einem Streichhölzchen so irgendwie so Feinarbeiten machen. Ja, da gibt es sicher viele Möglichkeiten, ja. Also, wenn euch das Thema Kran interessiert, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann sehen wir vielleicht den Michael wieder. Aber eine Ansage ist, wenn die Firma Palfinger sagt, hey Kai, komm vorbei, möchte ich gerne Lederhose haben. Ja, das ist die Herausforderung, die Palfinger da machen muss. Kann man drüber reden. Nee, super sympathisch. Vielen Dank, dass du uns den Kran vorgestellt hast. Ist ganz neu auf meinem Kanal. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch auch irgendwas interessiert an den Kran und ich fahre dorthin, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich entsprechende Fragen auch stellen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, kostenloses Abo wäre nicht schlecht und einen netten Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bei den weiteren MAN-Videos. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai, macht's gut und schont euch.